Ardha Padma Ushtrasana. Das Kamel im halben Lotus. Vivian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Fersensitz. Von hier kommst du zum hohen Fersensitz. Du gibst einen Fuß auf die Hüftbeuge, fasst mit der Hand an den Fuß und beugst dich nach hinten. Dies ist Ardha Padma Ushtrasana. Vivian wird die Stellung nochmal auf dem anderen Bein machen, zur Kamera hingedreht. Ardha heißt halb, Padma heißt Lotus, Ushtra ist das Kamel. Ardha Padma ist der halbe Lotus, also der nur ein Fuß auf dem gegenüberliegenden Oberschenkel. Und Ushtrasana ist die Stellung, die Rückbeuge aus dem hohen Fersensitz oder dem hohen Kniesitz. Ardha Padma Ushtrasana ist eine gute Gleichgewichtsstellung, eine Übung, um die Lotusflexibilität zu fördern und natürlich eine gute Übung für die Flexibilität vom Brustkorb und Schulter und damit sehr gut auch für alle rückbeugende Flexibilität. Alle Infos über alle Variationen von Ushtrasana findest du auf wiki.yoga-vidya.de.